So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob die Videosequenz aufgenommen wird oder ob er mich rausschmeißt oder ob was passiert. Deswegen starte ich jetzt das Spiel und wir werden ja sehen, was passiert. Ja, ich bin wieder drinne. Ich glaube, er hat die Videosequenz nicht aufgenommen, aber ich kann euch das nicht sagen, weil die Fraps-Zahl hat nicht angezeigt. Es tut mir leid, falls sie nicht aufgenommen wurde. Ach, vielleicht wurde sie auch aufgenommen. Das kriege ich dann mit, wenn ich nachgucke. Wir speichern das erste Mal auf dem. Schnellwahltasten haben wir auch. So. Ja. Was haben wir alles im Inventar? Ich habe die Stopper gar nicht angemacht. Entschuldigung. Mache ich sie halt jetzt an. Statics. Ein paar Erweiterungen im Gegensatz zu meiner 1. Ich kann aber hier nicht raus. Muss ich mal über das ESC rausgehen? Nein. So, wir haben Small Medipack, also ein kleines Medipack. Wie gesagt, ist auf Englisch, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ein großes Medipack, zwei Fackeln, zwei Schuss für die Schrotflinte und die Pistolen. Okay. Machen wir uns hier jetzt mal voran. Ja, da ist der Hubschrauber, der uns womöglich hierher gebracht hat, so wie es aussieht. Ja, und wir gehen jetzt mal hier ins Wasser rein. Naja, ich wurde jetzt ein böser, böser Tiger ausgelöst. Der hoffentlich gleich tot ist. Wir müssen da sowieso nicht mehr runter, deswegen töte ich den jetzt mal nicht. Oder? Doch. Hat nur noch ein paar Kugeln ausgehalten. Ist das Kabel auch richtig drinne? Oh, ich glaube, das Kabel war nicht ganz richtig drinne. Oh mein Gott, hat er jetzt aufgenommen? Ich hoffe schon. Ich drehe gleich durch, wenn der nicht aufgenommen hat. Bei dem muss ich alles nochmal machen. Aber ich habe jetzt keinen Bock nachzugucken und dann hat er doch aufgenommen. Wenn nicht, ich habe heute genug Zeit. Heute ist Montag. Zweite Ferienwoche hat begonnen. Und somit ist es jetzt Wurst. Wurst. Alles auch nicht so verpixelt wie bei dem PlayStation-Emulator auf der PlayStation-Version. Fällt mir doch alles sehr gut hier. So, habt ihr vielleicht meine Lautstärke-Einstellung da durchglitschen sehen, weil ich es ein bisschen lauter gedreht habe? Ich weiß auch gar nicht, ob Musik hier ist. Als ich vorhin das angespielt habe, war keine Musik da. Also hier kommt ja normalerweise gleich Musik, nachdem wir die Tür geöffnet haben. Kommt in der Regel Musik und ich habe keine Ahnung, ob die hier ausgestrahlt wird. Am Ende des Levels kommt auch eine ganz nette Videosequenz und die sollt ihr eigentlich sehen. Aber wenn ihr die nicht seht, ja, dann tut es mir leid. Speichern nochmal. Laden geht dann auch schon. Ich kann ja mal kurz laden, dann könnt ihr mal sehen, wie schnell das geht. Und da hat sie geladen. Ja. Pistolen ziehen und diese. Oh, Musik kommt doch. Und diese Raben, die hier kommen, abballern. Dann hängt es auch wieder, wenn Musik kommt und wenn sie schießt. So geht das doch eigentlich. Okay. Wow. Hallo, da stirbt das Vieh mal. Das Vieh stirbt nicht. Jetzt ist es gestorben. Mein Gott. So. Okay, hier liegt ein Schlüssel, den wir jetzt aufheben werden. Ob ihr die Videosequenz gesehen habt, weiß ich jetzt wie gesagt nicht. Ich hoffe aber schon. Ja, ich speichere schon wieder sehr viel ab, ich weiß. Hier geht es dann noch nicht ganz so schnell wie in Tomb Raider, wie in den Custom Levels. Hallo! Das hat gut geklappt. Entschuldigung, aber wenn so ein Kampf gut klappt, kann man auch speichern. Gerade wenn es auch so schnell geht. Ha, ich bin so froh. Tomb Raider 2 ist wie gesagt mein Lieblingsspiel. Ich glaube, ihr wisst das jetzt inzwischen alle. Weil ich so gut wie in jedem Video gefühlt zumindest erkläre.
Guardhouse Key, das heißt übrigens. Wie ist der nochmal? Waldhaus. Wachstubenschlüssel, glaube ich. Spinnen. Hier oben ist, glaube ich, nur eine Spinne. Ja, ich kenne die ersten Level auswendig und ich glaube, bis zu Level 7. Ich glaube, bis zu Level 7 oder vielleicht sogar bis zu Level 8 weiß ich auch, wo alle drei Secrets liegen, weil in jedem Level gibt es Secrets. Wir haben am Anfang schon einen Drachen aufgehoben. Es gibt, der Drache ist jetzt der Steinhunder Drache, dann gibt es einen Jade Drache, das ist ein grüner und einen goldenen Drache. Falls einer das Spiel nicht kennt oder noch nie was damit anfangen konnte. Der goldene Drache ist natürlich am wertvollsten und der ist in der Regel auch am schwersten versteckt. Aber ich finde eigentlich, dass die Secrets in Tomb Raider 2... Okay, ich kenne die Secrets, wo die ersten, zumindest in den ersten Levels, weiß ich, wo die versteckt sind. Man kann ja jeder sagen, dass die einfach versteckt sind. Aber ich finde wirklich, dass die Secrets eigentlich nicht schwer in Tomb Raider 2 versteckt sind. Da habe ich in Tomb Raider 1 ja manchmal gar keine gefunden in manchen Leveln. Ja, ich weiß nicht, das war jetzt, glaube ich, der... Ich glaube, ein eiserner Schlüssel? Ich weiß gar nicht. Verrosteter? Weiß es nicht. Rusty Key würde es dann wahrscheinlich heißen. Was war das? Naja, egal. Spinnies! Spinny, sterb! Oh, die sind so ekelhaft. Es gibt auch noch einen Spinnenraum in diesem Spiel. Ja, es ist wirklich so. Es gibt noch einen ekelhaften Spinnenraum. Also mit Riesenspinnen. Ich glaube, im dritt- oder viertletzten Level, ich weiß es gar nicht, ich glaube, im drittletzten Level. Oder im viertletzten, ich weiß es nicht. Gibt es den Tempel des Xian, da holen wir uns dann unseren Skian, nein, unseren Xion, Skian, oh, ich kann ihn nicht aussprechen. Da holen wir dann dieses Artefakt, sag ich mal. Und ist ein riesen Spinnentempel und ich habe vor diesem, ja, ich bin da eine Puss, ich bin da wie ein Mädchen, ich weiß. Aber übrigens, ja, Tomb Raider wie Golden Glove hat ja angefangen, da habe ich schon zwei Folgen hochgeladen. Dieses Let's Play wird wohl erst erwarten müssen, weil ich halt nicht drei Let's Plays auf einmal laufen haben möchte. Deswegen läuft jetzt Search for the Golden Mask und Tomb Raider 2. Oh, wenn so lauter Ton ist, dann stürzt es immer so ein bisschen ab. Merkt ihr das, wie das hängt? Tidim. Hallo! Direkt kein Ton mehr da und ist wieder Ton da und es hängt, also vielleicht soll ich den Ton mal ausstellen, mal gucken, wie das funktioniert. Ne, jetzt zeige ich den Ton trotzdem auf, es hat keinen Sinn. Okay. Gehen jetzt einfach mal hier rein. Oh oh. Wah! Jetzt hängt doch gerade überhaupt nicht. Ne, jetzt hängt doch gerade gar nicht. Wo hier voll laute Geräusche sind überall. Vielleicht glaube ich auch noch irgendwo Automatikmunition, aber die, auf die verzichte ich gerne, wenn hier so viele. Jetzt haben wir erstmal kurz Ruhe. Jetzt kommen die nächsten Fallen. Hier gibt es auch noch ein Dino und da wird es das goldene Secret geben mit einem Granatwerfer. Aber Leute, ich hole das goldene Secret nicht und ich gehe nicht zu zwei Dinos runter. Das wollte ich vergessen. Sonst sammle ich in den nächsten Leveln erstmal bis zum, ich glaube, bis zur zweiten Unterwasserwelt lade, also hole ich alle Secrets, weil ich weiß, wo sie sind. Aber ich werde jetzt nicht unbedingt nachschauen. Die Secrets bringen auch was. Man löst zwar kein Squares-Level aus, aber wenn man alle drei Secrets findet, kriegt man am Ende meistens viermal Automatikmunition oder viermal Schrobmunition, zumindest immer eine Belohnung. Das finde ich richtig schön. Ah. Ah. So, hier machen wir uns jetzt mal rüber und jetzt sind wir auch gleich am Levelende. Okay, die Folgen schneller als gedacht zu Ende. Ja, jetzt weiß ich wieder nicht, ob die Videosequenz aufgenommen wird. Ich kann euch das nicht sagen, Leute.
Hallo? Wow. Cool, wir haben noch volle Lebensenergie, wenn wir aus dem Level hier wollen. Ja, und zwar kommt jetzt eine Videosequenz. Ich hoffe, die wird aufgenommen, aber ich kann euch das nicht versprechen. Deswegen speichere ich jetzt hier nochmal ab. The Great Wall. Ja, das ist übrigens auf den Kisten ein Bartoli-Zeichen. Wir kommen nämlich jetzt zu einem Bartoli, also nicht zu Bartoli schon, aber wir kommen irgendwie zu einem. Ja, wir kommen irgendwie schon zu ihm. Naja, ihr werdet das schon noch rechtzeitig sehen. Da ist ein Laptop, den wird sich dann auch gleich noch benutzen. Aber ich löse jetzt die Videosequenz aus. Ich weiß nicht, ob sie aufgenommen wird, aber wenn nicht, dann bis gleich. Sie wird aufgenommen. Oh, wie schön. Ich höre auf Englisch, stimmt. Dialekt. Oh, sie hat sich selber umgebracht. Vielleicht warte ich damit noch ein wenig. Jetzt, ich liebe das, wenn sie gleich erhöhen macht. Pass auf. Wenn sie Sachen aufhebt. Venedig müssen wir jetzt, ja. Venice. So, die wurde mit aufgenommen, das finde ich super schön. The Great Wall, auf Deutsch die große Mauer. Wir haben keine 10 Minuten gespielt, nämlich 9 Minuten 52 Sekunden. Zwei von drei Secrets gefunden. Das Goldene ist halt unten bei diesem Dino-Loch gewesen, unter der Seilbahn. 18 Kills, 18 Gegner besiegt. Wir haben 4 Munition in die Luft geballert. Nämlich ungefähr 100 Schuss. Oh mein Gott! 190 Schuss ungefähr in die Luft geballert. Und das bei gar nicht so vielen Gegnern, ist eigentlich ziemlich schlecht. Naja, keine Medipacks genommen, hatten noch komplett volle Energie am Ende. Und 947 Meter sind wir gelaufen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt das nächste Level nicht an, aber ich kann euch ja das nächste Level nochmal zeigen schon mal. Ja, da sind wir im nächsten Level. Wir speichern. Hier. Das Level heißt Venice, 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 ich weiß auch nicht, Venice oder Venice. Halt, Venedig sind wir jetzt. Ihr seht da oben, das ist schon wieder Bartoli-Zeichen. So ein Bartoli-Zeichen kann man sagen. Und das ist nicht so gut, Leute. Naja, das war das erste Level, die große Mauer. Es war nicht wahnsinnig lang. Ich kenne mich ja auch relativ gut aus. Und hier, genau an dieser Stelle, sehen wir uns dann hoffentlich übermorgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider 2. Ich sag Tschüss und bis bald. Oh, ich liebe dieses Spiel. Eigentlich könnte ich jetzt es durchspielen den ganzen Tag hier noch. Aber nein, das mache ich jetzt erstmal nicht. Ich sag also jetzt Tschüss und bis bald.